Freunde der Archäologischen Gesellschaft in Berlin, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Feier des Winkelmannsfestes, das die Gesellschaft in diesem Jahr zum 170. Male begeht. Die Archäologische Gesellschaft zu Berlin erinnert damit an Johann Joachim Winkelmann, der am 9. Dezember 1717 in Stendal geboren wurde. Nach Studien an den Universitäten Halle und Jena und einer kurzfristigen Beschäftigung als Gymnasiallehrer in Seehausen wechselte er von 1748 bis 1754 als Bibliothekar das Schloss Nödnitz des Reichsgrafen Heinrich von Pugnau, wo er mit Materialsammlung für die deutsche Kaiser- und Reichshistorie Pugnaus befasst war und sich mit Quellenstudien auseinandersetzte. Von 1754 bis 1755 lebte er protegiert vom Kurfürsten Friedrich August II. In Dresden bei seinem Freund, dem Maler Adam Friedrich Oeser. Dort lernte er die Dresdner Antikensammlung kennen, die seit August dem Starken kontinuierlich aufgebaut worden war. Von Dresden aus führte Winkelmanns Weg nach Rom, wo er nach einem Konfessionswechsel vom protestantischen zum katholischen Glauben und zunächst gefördert von einem Stipendium des sächsischen Königs sich seit 1755 mit den dort vorhandenen Antikensammlungen vertraut machte. So kurz unterbrochen durch einen mehrmonatigen Aufenthalt in Florenz, wo er die Gemmensammlung des Barons Philipp von Stosch zur Publikation vorbereitete, trat er in den Dienst des Kardinals Alessandro Albani als Bibliothekar ein. 1763 wurde er zum Kommissar der Altertümer von Rom bestellt. Reisen führten ihn zwischen 1758 und 1767 unter anderem in die Vesuvregion, wo er die neu einsetzenden Grabungen berichtete. 1768 kam er dann unter gewaltsamen Umständen in Triest zu Tode. Die Wirkung Winkelmanns beruhte ganz ohne Zweifel auf seinen beiden Hauptwerken, den 1755 bzw. 1756 erschienenen Gedanken um die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, sowie der dann 1764 bzw. 1776 in einer zweiten Auflage erschienenen Geschichte der Kunst des Altertums. Philologische, archäologisch-antiquarische Studien sowie die Auseinandersetzung mit der englischen und französischen Aufklärung und Kunsttheorie waren die Grundlage für Winkelmanns Ansatz, die Vorbildlichkeit griechischer Kunst zu betonen, den Künstlern seiner Zeit als Vorbild anempfahl. Aufgrund seines jahrelangen Studiums antiker Skulpturen, damit verbundener stilistischer Untersuchungen, war es ihm darüber hinaus möglich, Kunstwerke historisch einzuordnen und als Teil einer Kunstentwicklung zu begreifen. Dadurch ist er zum Begründer der modernen Archäologie und Kunstwissenschaft geworden. Auch wenn sich Winkelmann in seinen Schriften primär mit Skulpturen auseinandersetzte, täte man ihm Unrecht, wenn man ihn alleine auf deren Studium reduzierte. Neben der Malerei fand auch die Architektur sein nachdrückliches Interesse. Dies wird nicht nur offenbar in der Rezeption der 10 Bücher über die Architektur des augusteischen Architekten und Schriftstellers Vitruv, insbesondere in Winkelmanns 1762 erschienenen Anmerkungen über die Baukunst der Alten, sondern auch der unmittelbaren Auseinandersetzung mit Bauwerken, vor allem in griechischen Tempeln. Das Gros auch bis heute sehr gut erhaltener griechischer Tempel in Griechenland selber, aber auch auf Sizilien, kannte er nicht aus eigener Anschauung. Hier fußte er in seiner Schrift über die Baukunst der alten Tempel zur Girgenti in Sizilien, erschienen 1759, vor allem auf Stichen aus dem Werke des Giuseppe Maria Pancrazzi, Le Antiquità Siciliane. Doch 1750 hatte er die Gelegenheit, Paestum mit seinen noch heute so beeindruckend erhaltenen dorischen Tempeln zu besuchen. Dorthin gereist war er angeregt durch das Studium von Antiquaren wie Baron de Montfaucon, dem Verfasser eines monumentalen Kompendiums L'Antiquité expliquée et représentée en figure, dem auch antike Bauwerke, die de Montfaucon über Abbildung rezipiert hatte, dargestellt wurden. Der Kontrast zwischen den Abbildungen und dem eigenen Erleben der dorischen Tempel in Paestum, hier noch einmal ein Bild Winkelmanns und hier die Tempel, konnte kaum größer sein. Für Winkelmann waren sie das Erstaunendste und Liebste, um zu zitieren, das von der alten Baukunst erhalten sei. Die Forschung hat bereits betont, dass vor allem der Schluss dieser Schrift über die griechischen Tempel bemerkenswert ist.
Hier rühmt Winkelmann den französischen Architekten Antonin Baratti de Godez. Letzter hat in Rom 1675-76 24 antike Bauwerke mit einer für die damalige Zeit äußerst präzisen Messtechnik aufgenommen und seine Ergebnisse in einem grundlegenden Werk Les Osifices Antiques de Rome dessinés et Messeries très exactement veröffentlicht im Jahre 1682. Dadurch ist er, nebenbei bemerkt, nicht nur Winkelmann aufgefallen, sondern auch in der jüngeren Vergangenheit als eigentlicher Ahnherr der Disziplin der modernen Bauforschung bezeichnet worden. Doch zurück zu Winkelmann. Auf der einen Seite rühmt dieser die Verdienste des französischen Gelehrten, auf der anderen Seite sieht er auch Defizite. Ich zitiere, de Godez hat gemessen, ein anderer muss durch allgemeine Anmerkungen und Regeln lehren. Zitat Ende. Was er damit meint, führt er zuvor aus. Es geht nicht nur bei der Betrachtung antiker Architektur um Messtechnik, sondern es geht um die Betrachtung von Bauwerken als Teil einer künstlerischen und historischen Entwicklung. So kommt er dann auch zu dem Schluss, dass die dorischen Tempel in Paestum, Zitat, viel älter als alles, was in Griechenland seien, ja überhaupt das älteste, was wir in der Baukunst außer der ägyptischen besitzen. Zitat Ende. Von mir aus lässt sich eine Brücke schlagen zu der Vorrede von Winkelmanns Geschichte der Kunst des Altertums, wo davon spricht, dass die Wissenschaften, ja die Weisheit selbst, von der Zeit und ihren Veränderungen abhängen, noch mehr aber die Kunst. Einen besonderen Klang hat bei ihm das Wort Geschichte. Es baut bei ihm auf dem griechischen Wort Historia, das in der deutschen Sprache nicht nur Geschichte, sondern auch so viel wie Erforschung, Erkundung bedeutet. Dieser Begriff in einer umfassenden Konnotation in einer griechischen Tradition stehend, etwa im Proemium des Herodot, wird von Winkelmann ganz bewusst verwendet, weil es ihm um mehr geht als Geschichte. Es geht ihm auch bei der Erforschung und Untersuchung von Architektur, die Verbindung von zeitlichen Abläufen, die Betrachtung von Architektur vor dem Hintergrund der Geografie und kultureller Entwicklung. Diese Ideen Winkelmanns sollten sich, was die Architektur anbetrifft, durchaus als einflussreich erweisen. 1787 hatte Johann Wolfgang von Goethe mit Winkelmann im Gepäck ebenfalls Paestum besucht. Er zeigte sich ebenso wie Winkelmann von den dortigen Tempeln sehr beeindruckt. Zitat, der erste Eindruck konnte nur Erstaunen erregen. Ich befand mich in einer völlig fremden Welt. Denn wie die Jahrhunderte sich aus dem Ernsten in das Gefällige bilden, so bilden sie den Menschen mit, ja sie erzeugen ihn so. Nun sind unsere Augen und durch sie unser ganzes inneres Wesen an schlankere Baukunst hinangetrieben und entschieden bestimmt, sodass uns diese stumpfen, kegelförmigen, enggedreckten Säulenmassen lästig, ja furchtbar erscheinen, Zitat Ende. Und an anderer Stelle betont er in seiner italienischen Reise explizit die von Winkelmann gesehene Geschichtlichkeit. Doch nahm ich mich bald zusammen, erinnerte mich der Kunstgeschichte, gedachte der Zeit, deren Geist solche Bauart gemäß fand, vergegenwärtigte mir den strengen Stil der Plastik und in weniger als einer Stunde fühlte ich mich befreundet. Ja, pries den Genius, dass er mich diese so wohlerhaltenen Reste mit eigenen Augen sehen ließ, da sich von ihnen durch Abbildung kein Begriff geben lässt. Eine auf Vitruv fußende Hierarchisierung antiker Bauordnung ging denn auch bei Goethe einher mit dem Verständnis von Architektur als Zeugen einer geschichtlichen Entwicklung. Sie fand ihren aus Stein geformten Ausdruck in dem zwischen 1792 und 1797 entstandenen sogenannten Römischen Haus in Weimar, dem Gartenhaus für Herzog Karl August, an dessen Planung und Ausführung neben dem Hamburger Architekten Johann August Arends Goethe selber maßgeblich beteiligt gewesen war. Der Hang, an dem das Haus errichtet war, war durch ein den Nymphen gewidmetes Epigramm Goethes als Urgrund charakterisiert, aus dem sich gewaltige, an Paestum orientierte dorische Säulen links im Bild erhoben. Sie stützen bis heute die Schmalseite des Obergeschosses dieses Gebäudes und stehen für eine frühe, urtümliche Phase der Architekturentwicklung. Die schlanken ionischen Säulen hingegen, die dem Hauptzugang des Gebäudes auf der gegenüberliegenden Seite vorgeblendet sind, könnten von der Überwindung der früheren durch eine spätere eben ionische Ordnung. In diesem umfassenden Verständnis von Architektur als Teil einer übergreifenden geschichtlichen Entwicklung war auch die Erforschung von Architektur in ihrem gesellschaftlichen, politischen und historischen Rahmen mit inbegriffen. Dieser Ansatz blieb zunächst lebendig.
Ein glänzendes Beispiel hierfür ist Alois Hirt, der seit 1799 an der Berliner Bauakademie Architektur und Architekturgeschichte lehrte und 1810 an der neu gegründeten Berliner Universität den ersten Lehrstuhl für die Theorie und Geschichte der zeichnenden Künste, also den ersten archäologischen Lehrstuhl in Berlin überhaupt, übernahm. Sein Hauptinteresse galt der Baukunst der Alpen. Dabei bewegten ihn die kulturellen, kultischen, politischen und historischen Rahmenbedingungen der Baukunst der Ägypter und der orientalischen Völker ebenso wie die der Griechen und Römer. Die bei Winckelmann, Goethe und Hirt spürbare Durchlässigkeit zwischen Philologie, Praxis, Theorie und Forschung wurde freilich im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts aufgebrochen. Ein Ergebnis einer zunehmenden Spezialisierung, die im Zusammenhang mit den neu ansetzenden Großgrabungen seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zu einer verstärkten Betrachtung von Bauten als einer eigenen Gesetzen gehorchenden Gattung auf der Grundlage exakter Aufnahmen und Vermessungen führte, ein Prozess, der durch die Erfindung der Fotografie noch einmal wesentlich befördert wurde. Heute sind die Beschäftigung und die Auseinandersetzung mit antiker Architektur undenkbar wieder mit Ideengeschichte verbunden, so hat es Helmut Kühleleist einmal formuliert. In der heute praktizierten inter- und transdisziplinären Verbindung von Theorie und Praxis, aber auch in der Thematisierung historischer und kultureller Rahmenbedingungen für die Ausformulierung von Architektur, ja in der Art, wie aus der minutiösen Betrachtung eines Baus selber Fragestellungen zu Macht, Herrschaft und Raum entwickelt werden können, werden aber noch in der Tradition der Aufklärung stehende Ansätze des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder lebendig. Dies schließt auch Fragen nach dem Kultgeschehen mit ein. Von hier aus lässt sich eine Brücke schlagen zu unserer heutigen Referentin, Frau Professorin Dr. Helga Bunke vom Institut für Klassische Archäologie der Universität Halle-Wittenberg. Arbeitet sie doch seit 1994 im Apollon-Heiligtum von Didyma, mithin im direkten Umfeld eines der größten Tempel der gesamten griechischen Welt, dessen Erforschung im Übrigen wie in einem Brennglas gerade die wechselnden Fragestellungen der Erforschung antiker Architektur und Heiligtümer seit dem beginnenden dritten Viertel des 19. Jahrhunderts plastisch vor Augen treten lässt. Helga Bunke hat klassische Archäologie, Kunstgeschichte und alte Geschichte in Berlin und Heidelberg studiert. Berlin ist sie promoviert worden mit einer grundlegenden Arbeit zu statuarischen Gruppen in der frühen griechischen Kunst. Der Weg führte sie dann über ein Forschungsstipendium des Deutschen Archäologischen Instituts zur Universität Bonn, wo sie, unterbrochen durch einen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Aufenthalt in Griechenland, erst Assistentin und dann wissenschaftliche Mitarbeiterin war. 2007 hat sich Helga Bunke dann eben da an der Universität Bonn mit einer Arbeit zu Artemis-Heiligtümern in Westkleinasien, eine archäologische Untersuchung zum religiösen Charakter einer griechischen Gottheit im ionischen Kolonisationsgebiet, habilitiert. Kurz darauf hat sie ein sehr ambitioniertes, noch immer laufendes Forschungsunternehmen zu Kulten im Kult. Hier geht es um extra-urbane Heiligtümer, die außerhalb griechischer Polis gelegen waren, mit der Unterstützung der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften in Angriff genommen. Dabei geht es ganz wesentlich als ein Fallbeispiel um das Apollon-Heiligtum von Didyma, ein Ort, an dem sie schon während der Arbeit an ihrer Dissertation tätig war. 2010 erhielt Helga Bunke einen Ruf als Professorin für klassische Archäologie an die Ruhr-Universität Bochum. Kurz darauf, 2011, nahm sie dann einen weiteren Ruf an die Universität Halle-Wittenberg an, wo sie seither als Ordinaria für klassische Archäologie lehrt und die Forschung in Didyma in der Nachfolge von Andreas Furtwängler mit Unterstützung des Deutschen Archäologischen Instituts koordiniert und leitet. Zu ihren Forschungs- und Publikationsschwerpunkten zählen nicht nur griechische Heiligtümer und Kulte allgemein, sowie das Apollon-Heiligtum von Didyma im engeren Sinne, sondern auch kleinasiatische Städte und Votive als kulturhistorisches Phänomen. Winckelmann selber war nie in Griechenland gewesen, geschweige denn in Kleinasien. Er erwähnt jedoch in seiner Geschichte der Kunst des Altertums die Zerstörung der seit 546 v. Chr. Unter persischer Oberhalt stehenden, so Winckelmann, ionischen Hafenstadt Milet, die, wie wir heute wissen, mit dem Apollon-Heiligtum von Didyma über 1000 Jahre lang rituell engstens verbunden war, durch die Perser eben im Jahr 494 v. Chr. Die freien Athener, so Winckelmann, seien durch diese Ereignisse
und eine Tragödie des attischen Dichters Phrynichos mit dem Titel Die Eroberung von Milet so gerührt gewesen, dass sie eine Hilfsaktion zusammen mit den Bewohnern der Stadt Erechtheia organisiert hätten, den ionischen Griechen zu Hilfe gekommen seien und die Stadt Sardes zerstört hätten. Hierin, also in politischen Umständen, so Winkelmann, habe zugleich eine wesentliche Ursache für den Vorrang Athens gegenüber allen Städten Griechenlands als vornehmsten Sitz der Künste und der Wissenschaften gelegen. Ein Status, der letztlich den ionischen Griechen verwehrt geblieben sei, da sie ihre Freiheit gegenüber den Persern nicht hätten verteidigen können. Welche Bedeutung Ionien und insbesondere das Apollonheiligtum von Didyma in der Antike gehabt haben müssen, ist nicht zuletzt durch deine Forschung, liebe Helga, deutlich geworden. Insofern freuen wir uns sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist und sind jetzt gespannt auf deinen Vortrag, das Orakelheiligtum von Didyma im Lichte neuer Grabung und Forschung. Herzlich willkommen. Die Einladung nach Berlin, ein Ort, der mir nicht ganz unbekannt ist, und möchte Ihnen im Folgenden einen Einblick geben in die Tätigkeiten und Ergebnisse der Didyma-Grabung des Deutschen Archäologischen Instituts. Vieles ist schon gesagt worden, konzentrieren möchte ich mich auf die Arbeiten des Projektes Kulte im Kult, das von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste gefördert wird. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich der Akademie und dem Deutschen Archäologischen Institut für jegliche Unterstützung danken. Aber dann möchte ich auch Andreas Furtwängler, dem langjährigen Grabungsleiter, und natürlich darauf hinweisen, dass die Ergebnisse dieses Projektes ganz wesentlich von meinen Mitarbeitern Jan Breder, Yvonne Kaiser, Bettina Reichert und Ulf Weber mitgetragen worden sind. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, geehrte Kolleginnen, Kollegen und Studierende, das an der Westküste, Moment, ich muss noch was passieren. Das an der Westküste Kleinasiens liegende Apollonheiligtum von Didyma gehörte zu den wichtigsten Orakelstätten der antiken Welt. Sie sehen hier eine Karte und hier nochmal eine Detailkarte, in die Didyma eingetragen ist. Die herausragende Bedeutung, die Didyma vor allem in archaischer Zeit besaß, resultierte nicht zuletzt daraus, dass es sich um das außerhalb der Stadt gelegene Hauptheiligtum von Milet handelte, der einst größten griechischen Kolonie in Kleinasien. Verbunden waren Stadt und Heiligtum über eine ca. 18 Kilometer lange sogenannte Heilige Straße, auf der in der Antike regelmäßig Prozessionen von Milet nach Didyma zogen, um Apollon Opfer darzubringen. Mit Milet teilte Didyma dann allerdings auch das Schicksal der weitgehenden Zerstörung durch die Perser zu Beginn des 5. Jahrhunderts vor Christus, der nicht zuletzt ebenso der Tempel des Apollon im Zentrum des Heiligtums zum Opfer fiel. Erst seit dem Ende des 4. Jahrhunderts begann man dann, diesen durch einen Neubau zu ersetzen. Dementsprechend handelt es sich also um den, also hier sehen Sie den Tempel, bei dem Anfang des 20. Jahrhunderts freigelegten Tempel um den hellenistischen Bau, der nie vollständig fertiggestellt wurde. Insofern sind hypothetische Rekonstruktionszeichnungen, wie die hier rechts im Bild zu sehende, auch nicht ganz richtig. Allerdings veranschaulicht diese sehr gut, dass wir es nicht mit der herkömmlichen Art eines griechischen Tempels zu tun haben. Denn seine Zelle hatte kein Dach, sodass sich hinter der doppelten Säulenstellung ein großer offener Hof, das sogenannte Adyton, verbarg. Hier in diesem Adyton, das nur die Priester betreten durften, stand ein zweiter, als Naiskos oder Schrein bezeichneter kleiner Tempel, der möglicherweise die orakelerteilende heilige Quelle, vielleicht auch das Kultbild beherbergte. Die Rekonstruktionszeichnung hier links ist natürlich hypothetisch, aber kann eine ganz gute Vorstellung von dem Bau vermitteln.
In dem offenen Hof fand man schließlich auch die Fundamentreste des bedeutenden Vorgängerbaus aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, von dem darüber hinaus nur noch Fragmente seiner aufgehenden Architektur und seines Bauschmucks zeugen, wie Sie hier im Bild sehen. Die von den Ausgräbern herauspräparierten Zeugnisse der Frühgeschichte dieses bedeutenden Tempels lagen seit Errichtung des hellenistischen Neubaus natürlich unter der Erde verborgen. Überhaupt muss man sich angesichts des heutigen Zustandes vergegenwärtigen, dass bei der Freilegung des Tempels auch der hellenistische Naistos nicht mehr aufrecht stand. Wurde dieser doch zerstört, als man im 5. Jahrhundert nach Christus im Hof eine Emporenbasilika errichtete. Hier sehen Sie den Zustand während der Ausgrabung. Die Nutzung als christliche Kirche hatte zumindest für den Tempel zur Folge, dass er die nachantiken Zeiten weitgehend unbeschadet überstand, bis ihn ein schweres Erdbeben im Mittelalter zum Einsturz brachte. Es ist in der Regel allein der monumentale, so prominent in Erscheinung tretende hellenistische Tempel, den man auch heute noch mit Didyma verbindet. Im Wesentlichen resultiert diese eingeschränkte Wahrnehmung daraus, dass die Topographie und architektonische Ausgestaltung des antiken Heiligtums noch in weiten Teilen unerschlossen und partiell lediglich aus epigraphischen Zeugnissen bekannt sind. Schließlich erfahren wir aus den Inschriften, dass es in Didyma nicht nur den Apollonbezirk, sondern weitere, wenn auch kleinere Heiligtümer verschiedener Gottheiten gegeben haben muss. Überliefert werden zum Beispiel eigene Kultbezirke der Artemis, des Zeus und der Aphrodite, die teils durch Umfassungsmauern und Grenzsteine räumlich klar definiert und demnach sichtbar herausgehoben waren. Auf diese Weise scheinen die wichtigsten Nebengötter Apollons mit eigenen Kultbezirken in Erscheinung getreten zu sein. Darüber hinaus werden einige dieser Gottheiten auch Kultbauten, Tempel besessen haben, wie es für Artemis ausdrücklich von den Schriftquellen bezeugt wird. Nicht zuletzt nennen die Inschriften auch noch mehrere mit dem Kultbetrieb verbundene Gebäude administrativer Funktion, denen man zwar partiell Architekturteile zuweisen kann, deren Standorte bislang aber völlig unbekannt sind. Hierzu gehören beispielsweise ein sogenanntes Prophetenhaus, in dem der gleichnamige Oberpriester und das Archiv der Orakelinschriften untergebracht waren, als auch ein Chresmographium, das wahrscheinlich als eine Art Orakelkanzlei diente. In Anbetracht der schriftlichen Überlieferung ist es umso erstaunlicher, dass von diesem berühmten Ort seine Ausdehnung und Gestalt bisher so wenig bekannt war. Zur Veranschaulichung zeige ich Ihnen hier einen Plan von 1995, in denen nur die antiken Reste eingetragen sind. Um einen besseren Überblick über die Situation und Ausgangslage der neueren Forschung zu erlangen, sei an dieser Stelle kurz ein Blick auf die deutsche Ausgrabungsgeschichte geworfen, die 1906 ihren Anfang nahm. Das Hauptinteresse der ersten großen Grabungen, die im Auftrag der Königlich Preußischen Museen zu Berlin bis 1913 durchgeführt wurden, galt allein der Freilegung des Apollontempels und seines unmittelbaren Umfeldes. Heute noch hebt sich das damalige Grabungsareal durch die seinerzeit von den Ausgräbern aus Spolien errichtete Umfassungs- und Schutzmauer deutlich von der modernen Bebauung ab. Neben den bereits gezeigten Fundamenten des archaischen Vorgängerbaus im Hof des Tempels wurden von der alten Grabung nur wenige Reste weiterer Bauten in unmittelbarer Nähe des Tempels freigelegt. Dazu gehörte auch der sogenannte Rundbau vor seiner Front, hier zu sehen, einmal auch in einer Luftbildaufnahme, und der aus dem 6. Jahrhundert stammt und überwiegend als Altar interpretiert wird. Es ist in diesem Zusammenhang freilich noch zu bemerken, dass Relikten der ruhmreichen archaischen Vergangenheit von den damaligen Ausgräbern besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Schließlich war aus den Schriftstellen ja bekannt, dass das Orakelheiligtum in dieser Zeit internationale Bedeutung besaß. So holten hier bereits Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus der ägyptische Pharao Necho II. Oder im 6. Jahrhundert vor Christus der Lyderkönig Chrysos Rat an.
Laut schriftlicher Überlieferung versäumten sie es hierbei natürlich nicht, dem Heiligtum mit kostbaren Weihungen, darunter zahlreichen Objekten aus Gold und Silber, ihren Dankort abzustatten. Die große Erwartung der Ausgräber, Überreste einer überaus reichen Ausstattung, vor allem prächtige Weihgaben dieser Zeit zutage zu fördern, konnte sich angesichts der Zerstörung des Heiligtums zwangsläufig, aber nur teilweise erfüllen. Immerhin wurden nicht nur Reste der aufgehenden Architektur des archaischen Tempels, sondern auch zahlreiche, wenn auch sehr fragmentierte Skulpturen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus gefunden. Diese schmückten einst als Weihung das Heiligtum und lassen heute noch dessen herausragende Stellung erahnen. So standen hier unter anderem auch die berühmten, heute vor allem in London aufbewahrten Sitzbilder, die man zunächst als Darstellungen des damals tätigen Priestergeschlechtes, der Brantiden, bedeutet und dementsprechend benannt hat. Allerdings sind es nicht nur großformatige Statuen, die für die Interpretation und Bewertung eines Heiligtums aufschlussreich sind. Ebenso wichtig sind die zahlenmäßig weit überwiegenden kleinformatigen Votivgaben, erlauben diese doch nicht selten Aussagen über das Funktionsspektrum der verehrten Gottheit und ihre Klientel. Dass die ersten Grabungen auch in dieser Hinsicht erfolgreich waren, wissen wir jedoch nur aus den Tagebüchern. So berichten diese von ungestörten archaischen Schichten im Bereich des Apollontempels, die erwartungsgemäß eine Fülle von Weihgeschenkresten enthielten. Lange Zeit konnte man sich von ihnen und somit von einer sehr wichtigen Materialgruppe aber nur ein vages Bild anhand von selektiven Auflistungen machen, gelten die Funde doch als verloren, vernichtet durch einen Brand, den man nach dem Ersten Weltkrieg, das Grabungshaus und Depot zum Opfer fiel. Ich zeige Ihnen einen Auszug aus dem Tagebuch von Knappfuß, was jetzt keine Kleinfunde zeigt, aber einen guten Eindruck vermittelt von der Dokumentation, die sehr oberflächlich ist. Nach diesen ersten großen Grabungskampagnen wurden die Ausgrabungen in Düdiman erst 1962 vom Deutschen Archäologischen Institut wieder aufgenommen. Zwecks Überprüfung alter Beobachtungen arbeitete man anfangs erneut nur im Bereich des Apollontempels, bis dann seit den 70er Jahren das Ziel verfolgt wurde, die antike Stätte weiträumig zu erschließen. Da der Kernbereich des Heiligtums für die Ausgräber nun unzugänglich war, konzentrierte man sich auf den letzten über 5 Meter breiten und seit dem frühen 2. Jahrhundert gepflasterten Teil der Heiligen Straße. Ich kann hier schlecht was sehen, das ist hier hinten, genau. Gewissermaßen also auf ihre im Nordwesten des Tempels liegenden letzten 250 Meter. Abgesehen von Fundamenten mehrerer vor allem hellenistischer und römischer Gebäude, zumeist unbestimmter Funktion, trat auf der Westseite der Heiligen Straße ein 45 Meter langer Ausläufer eines Höhlenrückens aus Kalktuff zutage, den die Ausgräber als Felsbarre bezeichneten. Das kann man hier ganz gut im Bild erkennen. Seit dem 2. Jahrhundert nach Christus wurde dieser Bezirk zur Straße und nach Osten hin von einer Halle eingefasst, die nach ihrer Freilegung wiederhergestellt wurde und daher gut zu erkennen ist. Verschiedenste in den Felsen eingearbeitete Becken, zahlreiche Brunnen sowie Tonrohrleitungen wiesen darauf hin, dass dieser Bezirk zumindest phasenweise sehr wasserreich gewesen sein muss. Diese Erkenntnis schien nun endlich die Hoffnung zu erfüllen, über die antiken Strukturen Düdimas weiteren Aufschluss zu erlangen und einige der nur aus den Inschriften bekannten Heiligtümer und Gebäude zu lokalisieren. So wurde dieser sogenannte Felsbarrenbezirk schon bald nach seiner Entdeckung, Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, von den Ausgräbern als Heiligtum der Artemis identifiziert. Ausschlaggebend war hierfür, dass die Priesterin der Göttin in den Inschriften als Hydroform, als Wasserträgerin bezeichnet werden und der Bezug zum Wasser in diesem Bereich evident zu sein schien. Auf dieser Basis
konzentrierte man sich nun vollkommen auf dieses Areal an der Heiligen Straße, glaubte man doch hier im zentralen Bereich von Dülima zu sein. Eine Annahme, die bis Ende des 20. Jahrhunderts Bestand hatte, dann aber aufgegeben werden musste, als die Identifikation der sogenannten Felsbarre als Artemis-Heiligtum widerlegt wurde. Man muss vor diesem Hintergrund daher feststellen, dass 1997, als die Grabungen zu einem vorläufigen Abschluss kamen, von der Ausgestaltung des Gesamtheiligtums weiterhin kaum etwas bekannt war. Weder im Hinblick auf dessen bedeutende Frühgeschichte noch seine Kulttopographie waren entscheidende neue Erkenntnisse erlangt worden. Unter diesen Voraussetzungen begann bereits im Jahr 2000 eine neue Phase der Erforschung von Dülima, die auf beiden Ebenen neue Ergebnisse lieferte. Zunächst konzentrierte sich das Interesse auf einen 200 Meter nordwestlich des Apollon-Tempels gelegenen Hügel, den sogenannten Taxiarchis-Hügel, der hier im Plan herausgehoben ist. Ausschlaggebend waren Beobachtungen zur antiken Geländesituation, ließen diese doch erwarten, dass an dieser exponierten Stelle ein Heiligtum gelegen haben könnte. Nicht zuletzt handelt es sich um eine Anhöhe oberhalb der Heiligen Straße, die in antiker Zeit jedem von Milet über die Heilige Straße kommenden Besucher schon aus größerer Entfernung ins Auge gefallen sein muss. Hier wurde dann auch auf geringer Fläche in großem Umfang äußerst qualitätvolles Produktivmaterial archaischer Zeit zutage gefördert, wie wir es nur aus Heiligtümern überregionaler Bedeutung kennen. Ich zeige Ihnen hier eine Übersicht, einiges wiederholt sich noch. Eine Greifenkopfprotome hier, das Unterteil, der Unterteil einer Bronzekorre, ein Gorgonion, das wahrscheinlich aufgenäht war, appliziert gewesen ist, eine Sitzfigur, wie wir sie auch aus Marmor kennen, hier aus Ton, ein Lamm und hier nochmal ein negroide Terrakotta. Im Wesentlichen konnten drei stratifizierte Horizonte unterschieden werden, die eine Zeitspanne vom Ende des 8. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts einnehmen. Bei der obersten Lage handelte es sich hierbei um eine kompakte Brandschicht, deren Intensität hangabwärts immer stärker zunahm und die mit einer Stärke von bis zu 90 cm ihre höchste Konzentration erreichte. Dieser Horizont war geradezu durchsetzt mit Funden, deren Zusammensetzung unzweifelhaft darauf hindeutet, dass es sich um sogenannten Heiligtumsschutt handelt. Die Keramik beispielsweise ist insofern für ein Heiligtum charakteristisch, als dass sie einen hohen Prozentsatz qualitätvoll bemalter Gefäße umfasst. Den größten Anteil haben hierbei Fragmente der in Milet produzierten sogenannten Fickelura-Keramik mit ihren charakteristischen Bemalungsmotiven, von denen ich Ihnen hier eine Übersicht, eine Zusammenstellung zeige, von vor allem Kannen- und Amphorenfragmenten. Neben der lokalen bemalten Keramik gibt es aber auch zahlreiche Fragmente importierter Gefäße aus Chios, Korinth, Lakonien und vor allem aus Athen. Hier sehen Sie die attische Keramik. Zu den attischen Exemplaren mit schwarzfiguriger Bemalung gehört beispielsweise auch ein besonders ausgefallenes Stück aus der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts. Es handelt sich hierbei um die Reste eines Skyphos mit der Darstellung erotischer Szenen. Neben einem älteren bärtigen Mann, hier unten zu sehen, der um die Liebeskunst eines Jüngeren wirbt, war eine weibliche Figur dargestellt, mehrmals dargestellt, die mit beiden Händen ihren langen Rock emporhebt. Der Gestalt bietet sie ihren entblößten Unterkörper den sie flankierenden männlichen Gestalten dar. Von der hinter ihr stehenden männlichen Figur ist zwar nur noch die an den Frauenrock greifende Hand erhalten, aber immerhin zeigt sie, dass diese bei der Entkleidung aktiv beteiligt war. Die Art und Weise, wie sich die weibliche Figur, in der man wohl eine Hetäre zu sehen hat, den männlichen Kunden anbietet, ist bisher einmalig. Den größten Komplex der übrigen Funde aus der Brandschicht stellen ferner Reste von Weihungen aus Bronze dar. Sie sehen hier eben die Sachen, die wir vorhin schon im Überblick gesehen haben. Hier unten kommt noch ein Teil eines Räuchergefäßes dazu. Besonders häufig
treten dann auch Bleche auf, die ursprünglich als Beschläge auf Holzgegenständen, wie beispielsweise Truhen oder im Falle von Gürteln und Rüstungsteilen auch auf Leder befestigt waren. Davon zeugen dann diese Löcher, diese noch erkennbaren Lochreihen oder Nietlöcher. Die Frage, die sich hier natürlich anschließt, ist die nach der Bewertung dieses Brandhorizontes. Da aufgrund der Ausmaße, der hohen Aschekonzentration und der Fundzusammensetzung ausgeschlossen werden kann, dass es sich um den Abraum von Brandopfern handelt, muss diese Schicht mit einer Zerstörung verbunden werden. Angesichts der einheitlichen Datierung der jüngsten Fundkeramik in das Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus wird man den Brandhorizont darüber hinaus auf die bisher in Düdymar archäologisch kaum fassbare Perserzerstörung beziehen dürfen, die somit hier erstmals durch einen archäologischen Befund eindeutig bezeugt ist. So wurden alle zerstörten Relikte eines Heiligtums, Votive wie auch Gebäudereste nach einer Zerstörung zusammengetragen, einplaniert und versiegelt. Eine gängige Praxis in antiken Heiligtümern, vor allem der Frühzeit, musste das Eigentum der Götter doch im Heiligtum verbleiben. Dass der Taxiarchis jedoch nicht nur als allgemeiner Schuttabladeplatz diente und die Funde aus der Brandschicht zumindest in einem engeren Umkreis in Gebrauch gewesen sein müssen, bezeugen die Votivreste aus den älteren Bodenhorizonten. Ihre Dichte ist zwar geringer, Spektrum und Qualität sind indessen nicht wesentlich verschieden, wenn man von epochenspezifischen Unterschieden in der Zusammensetzung absieht. Wir sehen wieder einen Überblick über die Funde aus der untersten Schicht, auch Keramik, die charakteristischen Vogelschalen beispielsweise. Hervorzuheben ist in diesem Fall dieses Fragment. Es handelt sich nämlich hierbei um eine Trense. Bislang ist es nicht mal den Spezialisten gelungen, hierfür wirklich ein Vergleichsbeispiel zu finden. Und dann auch noch ein Dreifußbein. Ich zeige Ihnen hier, wie man sich, in welchem Funktionszusammenhang man sich dieses Fragment vorzustellen hat. So liefert der geschlossene Fundkomplex vom sogenannten Taxiarchishügel nicht nur für die Geschichte Düdymars neue Erkenntnisse, sondern auch für dessen Kulttopographie. Nicht zuletzt lässt das Spektrum der Beigaben auch ein Profil erkennen, das für eine bestimmte Klientel ebenso signifikant zu sein scheint, wie für spezifische Votivpraktiken und Rituale. Zunächst umfasst dieses im Gegensatz zu den dokumentierten Beigeschenkresten, die im Bereich des Tempels gefunden wurden, lediglich Kleinfunde und mit einem hohen Anteil von Schmuckobjekten. Die zeige ich Ihnen hier, das hier oben sind solche spulenartigen, bisher im Grunde genommen noch nicht wirklich geklärten Objekte aus Kristall, die auch vorwiegend in Gräbern und in Heiligtümern weiblicher Gottheiten gefunden werden. So hier unten eine Zusammenstellung von Ringen und Ohrringen etc., hier eine Gürtelschnalle und einige Fibeln. Auch enthielt der Fundkomplex zahlreiche sogenannte Ägyptierker, die für weibliche Dedikantinnen charakteristisch sind. Wobei die Fundzusammensetzung viele Parallelen zu dem Motivmaterial aus dem Aphrodite-Heiligtum bei Milet aufweist. Leider kann der göttliche Empfängerkreis aufgrund des Fundspektrums nur eingegrenzt werden. Zwar haben sich auch einige auf den Weihungen angebrachte Dedikationsinschriften erhalten, doch bedauerlicherweise sind diese fast durchgehend unvollständig, fehlt doch bis auf zwei mögliche Ausnahmen immer der Name der empfangenen Gottheit. Da die Zerstörungsschicht auch Dachziegel und Architekturfragmente enthielt, wird man annehmen dürfen, dass dieser Heiligtumskomplex zu einem in der Nähe liegenden, mit verschiedenen Bauten ausgestatteten Kultbezirk gehörte, selbst wenn es uns bisher nicht gelang, diesen in seiner Struktur näher zu fassen. Festzuhalten bleibt zumindest, dass es sich bei dem archaischen Fundkomplex vom Taxiarchis um den ersten ungestörten archaischen Votivbefund seit den ersten Grabungen Düdymar handelt, der erhalten ist und uns Aufschluss auch über die Ausdehnung des Heiligtums in archaischer Zeit gibt.
konnten somit bereits durch die ersten Grabungen wesentliche neue Erkenntnisse über das Heiligtum erlangt werden, konzentrierten sich die Forschungen in der Folge weiterhin auf die Rekonstruktion der Kulttopographie von Didyma. Schließlich hatte sich für das aus den Inschriften bekannte Heiligtum der Artemis, der wichtigsten Gottheit neben Apollon, eine völlig neue Ausgangssituation eröffnet. Nachdem festgestellt werden musste, dass seine bisherige Lokalisation auf der sogenannten Felsbarre sicherlich keine Gültigkeit beanspruchen kann, war diese nun erneut offen. Insofern rückte die zuletzt sicherlich zu gering beachtete und mit der Situation auf der Felsbarre nicht zu vereinbarende Aussagekraft der epigraphischen Zeugnisse wieder in den Vordergrund. Wesentlich ist hierbei, dass die Inschriften für Artemis eindeutig einen eigenen Kultbau bezeugen, vor dem eine Art Brunnenhaus stand, das den Nymphen geweiht war. Des Weiteren bescheinigen die Inschriften der Göttin eine herausragende Stellung an der Seite ihres Bruders Apollon. Die enge kultische Verbindung fand hierbei nicht nur in ihrem Beinamen Pythia oder Pythia, sondern auch der unmittelbaren und einzigartigen Einbindung ihrer Priesterinnen in den Orakelkult ihren prägnantesten Ausdruck. Dass sich diese enge kultische Verbindung auch in der Lage ihres Heiligtums wiedergespiegelt haben muss, legen schließlich weitere Indizien nahe. Schließlich wird man nicht nur dieses in der Nähe des Apollon-Tempels vermuten, sondern auch weitere zentrale Kultanlagen. Das Ergebnis dieser Erkenntnis bliebe freilich zunächst auf die bloße Dekonstruktion einer Lokalisationsthese beschränkt, wenn sich nicht vor einigen Jahren die Möglichkeit eröffnet hätte, erstmals seit den ersten großen Grabungen wieder im Zentrum des Heiligtums nach den unentdeckten Bauten der Vergangenheit suchen zu können. So wurde 2009 damit begonnen, im näheren Umfeld des Tempels zu graben. Da in diesem Areal die Durchführung von geophysikalischen Prospektionen aussichtslos ist, mussten wir uns zunächst darauf beschränken, mit gezielten Suchschnitten Anhaltspunkte für die Rekonstruktion des antiken Geländeverlaufs zu gewinnen. Entscheidend war hierbei die Feststellung von unnatürlichen Aufschüttungen, die bei größeren Bauten zu erwarten sind. Achso, ja, hier ist der Bereich, der im Folgenden interessant wird. In dieser Hinsicht zeichnete sich schließlich 2010 tatsächlich ein vielversprechender Befund in dem völlig unbekannten Bereich südlich des Tempels ab. Zum einen ließ der Geländeverlauf eine künstliche Erhöhung erkennen, zum anderen wurde eine auffällige Konzentration antiker Bauteile beobachtet, die man in den Häusern des 19. Jahrhunderts verbaut hatte. Unsere Erwartungen in diesem Gebiet, antike Baustrukturen zu finden, wurden dann auch schon bald erfüllt, als eine monumentale, 1,20 Meter breite Mauer aus großen Kalksteinblöcken in Erscheinung trat, die noch bis zu einer Höhe von 3,50 Meter anstand und 2010 auf einer Länge von 23 Metern verfolgt werden konnte. Hier sehen Sie diese Mauer. Schließlich trat in dem freigelegten Mauerabschnitt auch noch eine Treppe zutage, die deutlich werden ließ, dass die Mauer der Antike noch höher angestanden haben muss und somit zu einem bislang völlig unbekannten, prominenten Bau des Heiligtums gehörte. So wurde bereits 2010 offenbar, dass wir in diesem Areal auf eine große architektonische Anlage gestoßen waren, deren Gestalt und Funktion sich uns jedoch erst im Verlauf der weiteren Grabungen des folgenden Jahres erschloss. So stellte sich heraus, dass der Mauerabschnitt keineswegs gerade, sondern gekrümmt verlief, um dann rechtwinklig abzuzweigen. Ein Befund, der uns zunächst verwirrte. Erst mit der Freilegung, ich glaube, man sieht das hier ganz gut, die Krümmung, erst mit der Freilegung von Resten gekrümmter Sitzstufen wurde offensichtlich, dass wir hier etwa 50 Meter südlich des Apollon-Tempels ein Theater gefunden hatten. Diese Entdeckung überraschte. Hier sieht man nochmal die eingezeichneten Baureste, das andere sind Bauten des 19. Jahrhunderts. Diese Entdeckung überraschte, hatte man doch in Didyma niemals mit der Existenz eines Theaters gerechnet. Zwar stellte sich bei nachträglicher Überprüfung der schriftlichen Zeugnisse heraus, dass es durchaus Hinweise auf dessen Existenz gibt. Explizite Erwähnungen jedoch fehlen.
Auch wenn der Erhaltungszustand aufgrund der späteren Überbauung und mehrerer Erdbeben nicht als besonders gut bezeichnet werden kann, ermöglicht das Erhaltene noch eine weitgehende Rekonstruktion des antiken Baus. So konnte, hier sehen Sie die Position im Luftbild angegeben des Theaters im Verhältnis zum Tempel. So konnte von dem Zuschauerraum die gesamte nördliche Einfassungsmauer verfolgt werden. Richtung Osten war sie dann allerdings abrupt in einer inneren Hausecke ab. Ich muss mal zurück, dass man das, Moment, hier kann man das sehen. In diesem Bereich ist dann, bricht diese Mauer dann ab. Man muss also davon ausgehen, dass sie auf dem höheren Niveau beim Bau der neuzeitlichen Häuser ausgeraubt wurde. Die Einfassungsmauer und die erhaltenen Sitzstufen, also die gekrümmten Bauglieder, aus zwei verschiedenen Bereichen des Theaters erlauben noch eine annähernde Rekonstruktion seines Grundrisses, wie Sie ihn hier dargestellt sehen. Der sich nach Westen öffnende Zuschauerraum ging über den Halbkreis hinaus und ist somit dem Grundriss des griechischen Theatertypus verpflichtet. Die bereits erwähnte Treppe dient hierbei als Zugang, der mit großer Wahrscheinlichkeit zum mittleren Umgang führte. Dass der Zuschauerraum zu einem späteren Zeitpunkt durch Hinzufügung eines oberen Ranges erweitert wurde, verraten trapezförmige Bruchsteinmauern, die an mehreren Stellen an die Außenseite der Einfassungsmauer angefügt wurden und als Gewölbestützmauern für einen oberen Rang auch in anderen antiken Theatern bezeugt sind. Es handelt sich hier um diese trapezoiden Mauern. Vorläufige Berechnungen haben ergeben, dass der Durchmesser durch diese Maßnahme ungefähr auf 56 Meter erweitert worden ist. Das ist natürlich alles nur vorläufig, muss erst auch noch exakt berechnet werden. Schließlich erlauben die erhaltenen Sitzstufen auch Hochrechnungen der Zuschauerplätze, die in der ersten Phase bei ca. 3000 gelegen haben dürften. Möglicherweise nahm das Theater nach seiner Erweiterung weitere 1000 Zuschauer auf. Im Gegensatz zu den zahlreichen Theatern in den antiken Städten ist das Didymäische sicherlich relativ klein gewesen. Hierbei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass es sich um ein Heiligtumstheater handelt, dessen Größe beispielsweise demjenigen im Apollon-Heiligtum von Delphi weitgehend entsprach. Delphi ist jetzt hier nicht abgebildet, aber sind das gut, die Größenverhältnisse an dieser Übersicht. Anhaltspunkte für die zeitliche Einordnung des Theaters und seiner Erweiterung liefern übrigens die Fundkeramik und Münzen aus den datierenden Schichten. Danach kann davon ausgegangen werden, dass der Bau in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus errichtet wurde und bereits Ende des ersten oder Anfang des zweiten Jahrhunderts ausgebaut wurde, was für die Bedeutung des Kultbetriebes und auch der Bedeutung des Heiligtums natürlich sehr aufschlussreich ist. Aufgegeben und abgetragen wurde das Theater der Fundkeramik zufolge dann seit dem 4. Jahrhundert nach Christus. Es sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht nur Grundriss und Größe des Theaters, die sich rekonstruieren lassen. Auch Teile der Ausstattung, die nach Aufgabe des Baues verschleppt und bei früheren Grabungen in anderen Kontexten gefunden wurden, lassen sich nun als solche identifizieren. Beispielsweise sind schon lange kleine marmorne Löwenfüße bekannt, die bei älteren Grabungen zutage traten, bislang aber keinem Verwendungskontext zugeordnet werden konnten. Ich zeige Ihnen hier zwei besser erhaltene Exemplare. In antiken Theatern gehören sie allerdings zu den typischen Ausstattungselementen, die Sie hier doch entweder als Abschluss der Sitzreihen, die die Treppenaufgänge flankierten, oder als Stützen herausgehobener Ehrenbänke. Weitaus wichtiger ist überdies aber, dass sich nun endlich auch die Teile einer bereits während der ersten Grabungen gefundenen großen Fassadenarchitektur mit großer Wahrscheinlichkeit ihrem ursprünglichen Kontext zuordnen lassen. Es handelt sich hierbei um zahlreiche Bauglieder, die größtenteils sekundär in einer Mauer verbaut waren, die man im 3. Jahrhundert nach Christus vor der Ostfront des Apollontempels errichtet hatte. Auf Grundlage des erhaltenen Bestandes ließ sich eine mindestens zweigeschossige Fassade rekonstruieren,
deren ursprünglicher Verwendungskontext bislang rätselhaft blieb. Fassaden dieser Art sind in der römischen Baukunst für Toranlagen, Bühnenhäuser und Nymphen charakteristisch, also für Bautypen, von denen sich bisher kein einziger in Didyma nachweisen ließ. Die zuletzt geäußerte These, diese Bauteile mit einem Nymphäum zu verbinden, wurde schließlich wieder verworfen, da die erforderlichen Wasserkapazitäten bzw. die technischen Vorrichtungen in Didyma gänzlich fehlen. An ein Theater wurde in diesem Zusammenhang freilich nie gedacht. Selbst wenn das freistehende Bühnengebäude noch nicht ausgegraben werden konnte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Tabernakelfassade von diesem stammt. Entsprechend ausgestattete Bühnenhäuser kennen wir von zahlreichen Theatern. Ich habe Ihnen hier mal Lysa als Vergleichsbeispiel gegenübergestellt. Sollte sich hier auch in einer Rekonstruktionszeichnung zwei weitere Vergleichsbeispiele. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass die bekannte Tabernakelfassade zu dem neu entdeckten Theater gehörte, wäre nicht nur einer seiner wichtigsten Bestandteile wiedergewonnen und ein altes Rätsel gelöst, sondern auch weiterer Aufschluss über seine Bedeutung gewonnen. Die Fassadenteile tragen nämlich eine Weihenschrift, hier sehen Sie die Weihenschriftenumschrift, von der sich der größte Teil erhalten hat. So war der zugehörige Bau sowohl dem römischen Kaiser Hadrian als auch den Göttern Apollon, Artemis, Pythia, Leto und Zeus sowie dem Delos von Milet geweiht. Allein der Name des Stifters ist nicht erhalten. Den jetzigen Datierungen zufolge würde das zugehörige Bühnengebäude also zu der Erweiterung gehören, was es freilich am Befund noch zu überprüfen gilt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang freilich, dass der Bau mit der Tabernakelfassade nicht allein Apollon, sondern mehreren Göttern geweiht war, wobei der enge Bezug der Artemis zum Orakelkult durch ihren Beinamen Pythia ganz offensichtlich in Erscheinung tritt. Fragt man nun allgemein nach der Funktion und Bedeutung des neu entdeckten Theaters in dem berühmten Orakelheiligtum, ist zunächst festzustellen, dass mit dem Nachweis seiner Existenz nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Topographie von Didyma, sondern auch seiner kultischen Einrichtung wiedergewonnen werden konnte. So wurde bereits vor seiner Entdeckung von einigen Epigraphikern auf die Merkwürdigkeit hingewiesen, dass zu den großen Kultfesten zwar musische Wettkämpfe gehörten, aber ein Austragungsort fehle. In der Tat gibt es Siegerinschriften aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, die bezeugen, dass zu den großen Didymäen neben den sportlichen Agonen auch Gesangs-, Theater- und Rededarbietung bzw. rhetorische Wettbewerbe gehörten. Dass die große kultische Feier in Didyma auch musische Darbietung umfasste, ist natürlich ganz allgemein dem musischen Charakter des Apollon geschuldet und fast selbstverständlich. Die Auffindung des Theaters wird man sicherlich als eine der wichtigsten Entdeckungen in der jüngeren Grabungsgeschichte von Didyma bezeichnen dürfen. Schließlich handelt es sich um den ersten monumentalen Bau, der seit der Freilegung des Tempels vor fast genau 100 Jahren zutage getreten ist. Überdies zeigt dieser Befund aber auch, dass bis heute Großbauten wie das Theater immer noch unerkannt in der Erde von Didyma sich verbergen können. Sie werden sich jetzt sicherlich zu Recht fragen, wie hoch die Chancen sind, das Artemis-Heiligtum wiederzuentdecken, was dessen Lokalisation war dessen Lokalisation doch unser Ausgangspunkt für die Grabungen im Umfeld des Tempels. Man weiß ja leider nie, was rauskommt. In diesem Zusammenhang sei zunächst darauf hingewiesen, dass es in den letzten beiden Jahren Ulf Weber gelang, unter den tausenden Fragmenten von Bauteilen, die seit Beginn der Grabungen geborgen und im Tempelgebiet sowie den Depots aufbewahrt werden, Architekturteile zu identifizieren, die mit einiger Wahrscheinlichkeit dem Artemis-Tempel zugewiesen werden können. Sehen wir mal die Anzahl von Architekturteilen, die alleine im Bereich des Apollon-Tempels deponiert wurden. Es handelt sich hierbei um 37 bislang unpublizierte Bauglieder eines kleinen Tempels, dessen äußere Erscheinung in Laiskos im Hof des Apollon-Tempels weitgehend entsprochen haben muss. Deswegen wird er auch als Pseudo-Laiskos bezeichnet. Der Naiskos war, wie bereits am Anfang ausgeführt, ein kleiner Tempel aus dem 3. Jahrhundert vor Christus im Innenhof des Apollon-Tempels, der im Innenhof des Apollon-Tempels stand und gewissermaßen den zentralen Kultbau des Apollon darstellte.
Die Abmessung und Ausgestaltung der identifizierten Bauteile und ihrer Ornamentik ergaben, dass es sich um eine leicht vergrößerte Nachbildung dieses Naniskos gehandelt haben muss, die im 2. Jahrhundert vor Christus entstand. Was läge näher als die Vermutung, dass wir es hierbei mit den Resten des gesuchten Kultbaus von Apollons Zwillingsschwester zu tun haben. Ungeklärt ist allerdings noch, wo dieser Tempel stand. Ohne die Ergebnisse der diesjährigen Grabungskampagne überstrapazieren zu wollen, möchte ich doch nicht unerwähnt lassen, dass sich ein weiterer zentraler Kultbereich des antiken Heiligtums dort befunden zu haben scheint, wo sich heute die Moschee und der Schulhof befinden. Das ist in diesem Bereich. Schon immer war bekannt, dass sich die 1830 errichtete Kirche, die Moschee und da grenzt der Schulhof an und hier sind die Sondagen eingezeichnet. So. Schon immer war bekannt, dass sich die 1830 errichtete Kirche, die später in die heutige Moschee umgewandelt wurde, über einem antiken Fundament erhebt. Allerdings schien dieses Fundament, welches auch spätantike Spolien enthält, zumindest nicht in seinem Originalzustand erhalten geblieben zu sein, wobei dessen Datierung nie abschließend geklärt werden konnte. Liegt es doch unzugänglich, das sieht man hier zwar, das Moschee-Fundament, aber darüber ist ein moderner Boden und es gab für 1994 nur eine ganz kurze Zeit, in der dieses antike Fundament großflächig sichtbar wurde und von Herrn Vogel danach aufgenommen worden ist oder veranlasst wurde und aufgenommen wird. Um Anhaltspunkte für dessen zeitliche Einordnung zu gewinnen, wurden in diesem Jahr auf seiner Nordseite, Sie sehen hier, ist die Nordseite der Moschee, im Moscheegarten gewissermaßen, einige Sondagen durchgeführt. Hier trat zu unserer großen Überraschung mindestens ein weiteres Fundament zutage. Es handelt sich um ein stattliches Streifenfundament, das parallel zur nördlichen Moscheeflanke verläuft und in das ein nach Norden verlaufender Schenkel einbindet. Das sieht man auf dem nächsten Bild ganz gut. Genau, das ist die Bauaufnahme und das ist dieser Schenkel. Das hat nichts zu tun, also es ist nicht verbunden mit dem Fundament unter der Moschee. Ob es etwas damit zu tun hat, gilt es erst noch zu klären. Der Zusammenhang mit einem weiteren Streifenfundament, das ebenfalls eine nord-südliche Ausrichtung hat, es geht jetzt um dieses hier, konnte auch noch nicht geklärt werden. Die Zurichtung der Fundamente und technische Details weisen jedenfalls darauf hin, dass sie beide der hellenistischen Zeit angehören. Während der Fundamentstreifen entlang der Moschee noch in ganzer Höhe mit Eutynterie erhalten ist, sind die übrigen Fundamentstreifen bis auf die unterste Lage ausgeraubt. Immerhin reicht der erhaltene Bestand aber aus, um rekonstruieren zu können, dass das Fundament ursprünglich mit drei Lagen über 2 Meter hoch und etwa 1,50 Meter bis 1,70 Meter breit war. Von seiner einstigen Ausdehnung konnte in dem begrenzten Ausgrabungsbericht, hier sehen wir noch einige Ansichten von diesem Fundament, und hier nochmal die eingezeichneten Baubefunde im Verhältnis zu dem Fundament unter der Moschee. Von seiner einstigen Ausdehnung konnte in dem begrenzten Ausgrabungsbereich jedoch nur ein kleiner Ausschnitt erfasst werden. Läuft es doch sowohl nach Norden Richtung Schulhof als auch nach Westen weiter. Auch wenn die Gestalt des Fundamentes und die Funktion des zugehörigen Baus noch unklar sind, zeichnet sich bereits ab, dass auf dem plateauartigen Gelände hinter der Moschee ein größeres Gebäude gestanden haben muss. Da in diesem Bereich gleich mehrere größere Bauglieder des zweiten Naniskos, des sogenannten Pseudo-Naniskos, gefunden wurden, besteht zumindest die Hoffnung hier, unmittelbar nordöstlich des Apollon-Tempels, seinen Standort lokalisieren zu können. Hier sieht man nochmal Moschee und Tempel im Verhältnis zueinander. Nicht zuletzt gewinnt jetzt auch das Schulhofgelände eine ganz neue Bedeutung, wobei abschließend nur darauf hingewiesen sei, dass sich der Taxiarchishügel unmittelbar an dieses anschließt, gewissermaßen einen Ausläufer dieses exponiert gelegenen Platzes bildet. Herzlichen Dank.